Ist vielleicht ein Paket für mich hier? Darren Michaels? Die gute Rosie hat nichts bemerkt. Und ich bin stolzer Besitzer eines Blanko-Abholscheins. Nee, nichts da. In Ordnung. Ich habe ihn ausgefüllt. Ein Paket für Fuller an seine Adresse. Ich hoffe, das reicht so aus. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ich wollte Fullers Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Den kann ich nicht annehmen. Wieso das denn nicht? Er ist nicht unterschrieben. Fuller muss den Schein unterschreiben? Blödsinn. Der Briefträger natürlich. Fuller soll ihn morgen früh darum bitten. Vermutlich hat er es nur vergessen, als er den Schein bei Fuller eingeworfen hat. Bis morgen kann ich unmöglich warten. Ich wollte Fullers Paket mit Schein dem... Schein bitte. Den kann ich nicht an. Wieso das denn? Er ist nicht unterschrieben. Fuller muss den Schein... Blödsinn. Bis morgen kann ich unmöglich warten. Danke. Ja, ja. Hallo Rosie, fleißig am... Was willst du? Nichts. Ich habe keine Ahnung, wie die Unterschrift des Postboten aussieht. Und Rosie im Touristenshop kennt sie bestimmt, wenn jeden Tag ein Dutzend Abholscheine mit seiner Unter... Dort geht es zum Hauptplatz von Biddeford mit der Polizei. Mrs. Biber? War der Postbote hier? Ja. Pook war in seiner Mittagspause hier. Das ist aber schon ein bisschen her. Wo könnte er jetzt sein? Ich müsste ihn dringend sprechen. Ich schätze, er dürfte jetzt im Gesundheitszentrum sein. Hallo, Mr. Michaels. Haben Sie zufällig den Postboten gesehen? Ja, er war vorhin hier. Hat Ihrer Mutter Besserungskarten gebracht. Ah, okay. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Michaels. Die Nachricht vom Unfall meiner Mutter hat sich anscheinend schnell herumgesprochen. Ein paar Leute haben schon Blumen geschickt. So viele Grüße und gute Besserungswünsche. Ich glaube, sie ist sehr aktiv in der Gemeinde und vermutlich hat sie viele neue Bekannte hier. Alle möglichen Leute haben meiner Mutter Karten geschickt. Diese hier ist mit P. Puck unterschrieben. Moment mal, das ist ja der Briefträger. Der Postbote hat unterschrieben. Damit habe ich eine Vorlage. Also schön. Ich habe die Vorlage und ich denke, die Unterschrift wird zumindest halbwegs passen.
Der gehört nicht meiner Mom. Vielleicht stammt er von dem Patienten, der vor ihr hier lag. Ob ich meiner Mom auch so einen Koffer hätte packen sollen? Der Monitor zeigt die Vitalwerte meiner Mutter an. Puls, Atmung und so weiter. Keine Ahnung, ob die Werte gut sind. Der Monitor zeigt die Vitalwerte. Ich stehe hier vor meiner Mutter, die im Koma liegt und kann nur daran denken, dass sie mich wegen ihres Unfalls belogen hat. Was bin ich nur für ein Mensch? Mich hat ihre uneingeschränkte Aufrichtigkeit und ihr Gutmenschentum immer geärgert. Ständig hatte ich ihr aufrichtiges Vorbild vor meinen Augen, wenn ich mal nicht perfekt war. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass sie mich angelogen hat. Und das gefällt mir noch weniger. Was verheimlicht sie mir sonst noch? Und warum? Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ich wollte Fullers Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Hast du ja, ich hab ihn Glück in der gehabt. Hier, Fullers Foto. Man dankt. Das ist ein Belichtungsapparat. Man legt oben den entwickelten Film ein und unten auf dem Tisch ein Blatt Fotopapier. Das Foto wird auf das Blatt projiziert und das... Im Prinzip ist das Ding nur eine starke Lampe mit einer Linse. Ein Paket in DIN A4 Größe. Ziemlich schwer. Entweder ist es wirklich Fotopapier oder es sind Fullers Schmuddelzeitschriften für diese Woche. Es ist noch zu hell hier. Ich mache das Licht aus, wenn ich mit dem Entwickeln des Films anfange. Da ist nur noch das Stativ. Ich hoffe nur, er hat den Film. Der Tresor ist natürlich abgeschlossen. Sogar Fuller hat gerafft, wofür ein Tresor gut ist. Ich lasse den Kuckuck lieber in Ruhe. Hätte sich Fuller einen dieser schicken, eckigen Vierfarben... Erst brauche ich die Abzüge von Angelinas Fotos. Ich mache mich doch lächerlich, wenn ich dort ohne aufkreuze. Ich setze mich da bestimmt nicht rein. Ich glaube, dem örtlichen Touristikverein fehlt ein wenig... Die Uhr muss kaputt sein. In Wirklichkeit ist es schon 5:12. Das sind Fahnen und Flaggen.
Die Flagge von Maine sieht für mich immer aus wie das Logo einer Bierbrauerei. Aber immerhin... Was haben wir noch hier? New Hampshire? Kanada? Irgendwas, was ich nicht kenne? New Brunswick oder Quebec vielleicht? Und natürlich die obligatorischen Stars and Stripes in allen nur erdenklichen Größen und Ausführungen. Nein, danke. Ich habe keinen... Die Formulare für Anwohner interessieren mich nicht. Ein paar Anregungen, wie diese Stadt interessanter werden könnte, habe ich schon, aber sie haben wohl keine Erfolgsaussichten. Was soll ich da? Wenn ich Kleingeld bräuchte, würde ich mir das Ding vielleicht genauer ansehen. So aber nicht. Wenn der Tempel der Freiheit feststeht, wird das Volk ihn zu schmücken wissen. Mit Kameras schmücken wir unser Land der Freiheit. Ich will hier nicht hocken und auf neue Nachrichten. Vor wem fürchten sich die Leute? Vor sich selbst? Es scheint hier im Gebäude ein Dutzend Kameras zu geben. Vielleicht sollten sie noch die Bildschirme filmen, um zu überprüfen, dass alles gefilmt wird. Ich bin nicht sonderlich morbide. Also bleibe ich lieber auf dieser Seite der Tür. Wenigstens sind keine Kameras in den Patientenräumen oder auf dem Klo. Da müssen wir wohl noch bis zum Jahr 2000 warten. Flure, Gänge, der Eingangsbereich da drüben, eine Tür, vermutlich der Notausgang. Alles nicht weiter interessant. Ich bin nicht sonderlich mobil. Eine Waage. Vielleicht für übergewichtige Patienten. Sie sieht auf jeden Fall massiver aus als die Wagen, die man aus dem heimischen Badezimmer kennt. Da liegt ein Stethoskop. Vermutlich hat es jemand vom Klinikpersonal liegen lassen, als er es beim Händewaschen abgenommen hat. Doc Newhouse hat seins jedenfalls noch. Ich nehme es mit. Die werden hier schon Ersatz auftreiben können. Ich lasse die Waage lieber hier. Was soll ich mit einer Waage? In Ordnung. Schauen wir mal. Ich muss mich allerdings beeilen. Fuller hat extra so eine Zeituhr einbauen lassen. Das war die fünfte Zahl. Aber es tut sich nichts.
Die Kombination muss falsch sein. Nochmal von vorne. Die erste Zahl. In Ordnung. Ich muss mich allerdings... Eine Filmdose. Das dürften die Fotos von Angelina sein. Ansonsten liegen hier nur noch einige Papiere, eine Akte und... Uiuiui, eine Pistole. Ich lasse lieber alles da, wo es ist. Sobald ich die Bilder entwickelt und davon Abzüge gemacht habe, werde ich Angelina im Hotel besuchen. Ich kann wirklich etwas Ablenkung gebrauchen. In Ordnung. Damit habe ich alles zusammen, was ich zum Entwickeln des Films brauche. Los geht's. Zuallererst Licht aus. Der Film liegt im Entwicklungsbehälter. Fehlt nur noch der Entwickler. In Ordnung. Nun oxidiert der Entwickler. Er gibt Elektronen ab, die von den Silberionen der lichtempfindlichen Schicht des Films aufgenommen werden. Je mehr Licht beim Fotografieren auf eine Stelle gefallen ist, desto stärker die Reaktion und desto dunkler die Stelle. Kurz, der Film wird jetzt entwickelt. Okay, ich denke, der Film müsste entwickelt sein. So, das dürfte reichen. Ich kippe den Entwickler aus. Jetzt muss der Fixierer rein, um die Entwicklung des Films zu stoppen. Tja, jetzt ist der Fixierer alle. Aber der Rest sollte den Entwicklungsprozess gestoppt haben. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Sieht alles soweit gut aus. Der Film ist entwickelt. Das war der erste Schritt. Ich brauche Fotopapier und einen... Der Film ist eingelegt. Ein Paket in DIN A4 Größe. Ziemlich schwer. Entweder ist es... Ah, sehr gut. Das Blatt liegt in der Halterung. Der Abstand der Linse zum Blatt müsste auch stimmen. Das Bild wird also scharf aufs Blatt projiziert. Dann starten wir mal einen Versuch. Je länger ich die Lampe anlasse, desto mehr Kontrast bekommt das Bild. Probieren wir es mal. Okay, vielleicht war das eine gute Zeit. Ich denke, ich sollte erst einmal schauen, wie das andere Foto geworden ist. Mit mehreren belichteten, aber nicht... Das Blatt ist belichtet. Keine Ahnung, ob die Belichtungszeit gut war. Das belichtete Bild muss erst entwickelt werden. Ins Wasserbad kommt es danach.
Es bringt überhaupt nichts, ein belichtetes Blatt Fotopapier in eine leere Schale zu legen. Das reicht. Der Entwickler muss ja auch noch verdünnt werden. In Ordnung. Genau wie es sein muss. Eine Schale mit etwa einem Zentimeter verdünntem Entwickler. Ah, da kommt was. Ich muss das Blatt herausnehmen, sobald es die richtige Helligkeit hat. Zu früh und es bleibt zu hell, zu spät und es wird zu dunkel. Das Foto muss so schnell wie möglich in destilliertes Wasser. Die Schale hier ist leer. Das wäre das Wasser. Aha, der Kontrast ist gut und die Helligkeit stimmt. Nur das Foto an sich ist Mist. Aber dafür kann ich nichts. Vielleicht sind einige der anderen Bilder besser. Zumindest scheinen die Zeiten für die Belichtung und die Entwicklung zu stimmen. Ich probiere es noch einmal. Ich könnte die Lampe jetzt anschalten. Das Blatt liegt in der Halterung. Der Abstand der Linse zum... Okay, dann versuchen wir es noch einmal. Ich muss die Belichtungszeit genau abpassen. Zu... Okay, vielleicht war das eine gute Zeit. Kommt was. Ich muss das Blatt herausnehmen, sobald es die richtige Helligkeit hat. Zu früh und es bleibt zu hell, zu spät und es wird zu dunkel. Jetzt habe ich es tatsächlich raus. Helligkeit und Kontrast stimmen. Hätte voller Ahnung von Fotografie, wäre vielleicht sogar das Bild gut. Vielleicht das nächste. Das kann jetzt noch etwas dauern. 36 Bilder und keines davon ist wirklich gut? Wie kann man nur eine so wunderschöne Frau wie Angelina so schlecht in Szene setzen? Aber es hilft nichts. Die Bilder sind geknipst und ich muss sie ihr ins Hotel bringen. Wenigstens kann ich sie wiedersehen. Und es ist auch nicht meine Schuld, dass die Bilder schlecht sind. Nanu? Es ist Mrs. Biber. Kann ich Ihnen helfen, Mrs. Biber? Oh, was machst du denn hier? Ich dachte, du hast gekündigt. Ja, habe ich auch. Ich hol bloß noch meinen Kram ab. Ach so. Ist Fuller da? Nein. Zurzeit nicht. Dann kannst du ihm das hier geben? Gib es ihm persönlich. Sobald er wieder da ist, ich muss weiter. Hier läuft irgendeine Schweinerei ab. Ob mir das hilft, Fuller eins auszuwischen? Aber ich darf Mrs. Biber nicht in Gefahr bringen.
Sie macht den Eindruck, als könne sie nicht mehr viel ertragen. Wenn ich den Briefumschlag heimlich öffnen könnte, dann könnte ich mir seinen Inhalt ansehen und den Umschlag später in den Briefkasten werfen. Damit wäre Mrs. Biber aus dem Schneider. Aber wie kann ich den Umschlag öffnen und wieder verschließen, ohne dass Fuller etwas merkt? Wasserdampf könnte den Kleber... Versuchen wir es. Es dampft. Der Wasserdampf löst den Kleber. Geschafft. Das Papier ist nicht eingerissen. Und der Kleber backt immer noch. Ich kann den Brief also wieder verschließen. Aber erstmal will ich sehen, was drin ist. Holla. Das müssen 1500 Dollar sein. Ich vermute, hier läuft irgendeine Erpressung ab. Mrs. Biber hasst Fuller und sie wollte nicht, dass ihr Mann heute Morgen bemerkt, dass ich ihr einen Brief von Fuller gebe. Er scheint von der Sache nichts zu wissen. Aber worum geht es? Sex? Doch nicht mit Fuller. Irgendetwas mit dem Diner? Oder aus Bibers Vergangenheit? Es würde mir schon gefallen, Fuller wegen Erpressung in den Knast zu bringen. Erst einmal muss ich herausbekommen, womit er Mrs. Biber erpresst. Aber morgen ist auch noch ein Tag. Ich werfe den Brief in Fullers Briefkasten und bereite mich lieber auf mein Date mit Angelina vor. Hoffentlich hat er nicht viel Freude daran. Einige Gäste scheint das Hotel zu haben. Aber normalerweise müsste bei solchem Wetter mehr los sein. Vielleicht haben die anderen den Wetterbericht gelesen. Ein Sturm zieht auf. Und wer will schon bei Regen in einem Hotel am Atlantik festsitzen? Beide Wagen kommen aus Maine. Vielleicht sind es also noch nicht einmal Gäste. Oder es sind Leihwagen.